Diesmal möchte ich euch ein wenig über Threads erzählen, da wir das noch demnächst eine Weile brauchen werden und das auch eine äußerst wichtige Technik ist, die man auf jeden Fall beherrschen sollte. Dazu sehen wir uns als erstes an, wofür wir die Threads jetzt eigentlich brauchen werden und warum wir das Ganze einführen. So, das Zahnrad soll jetzt mal unser Programm symbolisieren. Und momentan ist es so, dass unser Programm quasi ein großes Zahnrad ist, was so vor sich hinläuft. Und alle Teile des Programms werden durch selbe Zahnrad verarbeitet. Also unsere GUI läuft im selben Zahnrad wie I/O, also Eingabe-Ausgabe. Und das ist grundsätzlich erstmal gar nicht so schlimm gewesen. Es läuft ja auch, man sieht es, es läuft alles immer schön rund. Aber jetzt kann auch folgendes Problem passieren. Und zwar, wenn unser I/O zum Beispiel blockiert. Angenommen, wir warten jetzt auf eine Benutzereingabe. Das ist der Punkt, wir warten. Da unser Programm im Moment ein großes Zahnrad ist, wird also das Blockieren des I/Os dafür sorgen, dass auch unsere GUI hängt oder was auch immer wir jetzt gerade alles benutzen, irgendwelche Berechnungen. Das wird jetzt alles blockieren, weil eine Komponente unseres Zahnrads angefangen hat zu hängen. Was wir doch viel lieber hätten, wäre, dass wir mehrere Zahnräder einsetzen, die alle für sich arbeiten. Und sobald zum Beispiel unser I/O-Zahnrad blockiert, ist das dann dem GUI-Zahnrad egal, das läuft einfach weiter. Das wollen wir ja eigentlich erreichen. Jetzt habe ich die Achse dazwischen nicht ohne Grund hingesetzt. Wir dürfen jetzt die Threads nicht mit Prozessen verwechseln. Wenn einer unserer Threads abstürzt, dann wird das ganze Programm abstürzen. Das ist dann bei Prozessen ein bisschen anders. Also wir können dann das Blockieren jetzt beheben, aber Absturz ist noch eine andere Geschichte. Aber wie wir jetzt zumindest das mit den Threads umsetzen können, das gucken wir uns jetzt nochmal in Java an. Also der erste ist, indem wir von der Klasse Thread erben. Das habe ich hier mal gemacht. Das sieht man dann hier. Ich habe hier Class Thread, Extend Thread, das heißt, ich erbe von eben Thread. Und habe mir jetzt einfach mal einen ganz kleinen Thread erstellt, der ja im Prinzip nur eine ID zugewiesen bekommt, wenn wir die Instanz von der Klasse erstellen. Und ja, dann ausgibt, dass er ein Thread ist und eine gewisse ID hat. Mehr ist da erstmal nicht hinter. Zum Thread selber, also der Konstruktor hier, den habe ich jetzt nur gebraucht, damit ich eben überhaupt was Interessantes machen kann. Also ich bekomme die ID übergeben. Für den Thread selber brauchen wir eigentlich nur diese Run-Methode hier. Also wir erben von Thread und überschreiben dann die Run-Methode, in der wir jetzt irgendwas machen sollen, was nachher ausgeführt wird. Da können wir zum Beispiel jetzt irgendwas ausgeben oder wir können was auch immer machen, vollkommen egal. All das, was nachher parallel ausgeführt werden soll von diesem Thread, wird in die Run-Methode geschrieben. In diesem Fall laufen wir einfach in der Endlosschleife while true und geben immer wieder aus, dass er ein Thread ist und eine gewisse ID bekommen hat. Mehr soll das Thread im Endeffekt nachher gar nicht machen. Ja, ansonsten passiert jetzt hier überhaupt gar nicht viel. Also ich erzeuge dann die beiden Threads. Also wir haben ja hier oben von dem großen Thread geerbt. Deswegen können wir halt auch unsere kleinen Threads vom großen Thread die Variable erstellen. Ja, jedenfalls Thread X, Thread Y erzeugen wir eben mit den Threads und übergeben 1 und 2 als ID. Soll ja nachher ausgeben können. Und dann kommt was, wir schreiben jetzt hier X-Start und Y-Start. Da kann sich jetzt sehr, sehr leicht ein Programmierfehler einschleichen, der mir auch passiert ist, als ich das vorbereitet habe hier. Man neigt dann dazu, wenn man diese Klasse vorher geschrieben hat, also public void run, dies und jenes, hat er reingeschrieben, was am Ende dann ausgeführt werden soll, alles cool, dass man dann schreibt x.run. Das ist natürlich falsch. Dann rufen wir die Run auf und führen das, was in der Run steht, aus. Aber sequenziell, also nacheinander. Deswegen fällt das meist auch gar nicht so schnell auf, wenn man diesen Fehler gemacht hat, weil es ja ausgeführt wird. Wir würden dann einfach die Runoff, also die mit x.run, würden wir einfach Runoff rufen, würden in die Endlosschleife gehen und einfach nur ich bin ein Thread und habe die ID 1 immer wieder ausgeben, weil wir dann quasi da hängen bleiben. Das wollen wir natürlich nicht, wir wollen das ja parallel ausführen. Und deswegen müssen wir diese Start ausführen, da diese Startmethode die Run-Methode im Prinzip auch nur aufruft, aber dafür sorgt, dass das Ganze dann parallel ausgeführt wird und nicht sequenziell. Das ist der Trick dabei.
Ja, was sollte jetzt passieren? Wenn wir beide Startmethoden aufrufen, dann sollten wohl irgendwie beide Endlosschleifen laufen und sollten dann sich jeweils melden mit: Ich bin ein Thread und habe die ID 1 bzw. 2. Ja, ich kann es ja mal starten. Hier. Und da können wir das jetzt auch sehen. Also, es melden sich tatsächlich beide Threads die ganze Zeit und sagen: Hier bin ich bin die 1, ich bin die 2. Erst läuft Endlosschleife 1 und dann die zweite, dann wieder die erste, die zweite. Das ist genau das, was wir haben wollten. Und das ist ohne Threads eben so einfach gar nicht möglich. Gut, jetzt haben wir mal noch ein Problem. Ich spende das mal eben hier. So. Jetzt haben wir noch ein Problem, wenn wir den Thread erstellen und können aber nicht erben. Also eventuell wollen wir ja, keine Ahnung, eine Klasse Kreis mit einem Thread ausstatten. Und dieser Kreis erbt dann schon von geometrischem Objekt, was weiß ich. Und wie ich bereits in dem Tutorial über Vererbung gesagt habe, kann man ja immer nur von einer Klasse erben. Und dann kriegen wir ein ernstes Problem, weil wir dann nicht von Thread erben können, weil wir ja schon von geometrischem Objekt erben würden. Und dann muss man sich behelfen, indem man auf ein Interface zurückgreift. Das ist eine alternative Variante, die Threads zu erstellen. Und das gucke ich mir jetzt auch noch mal genauer an. Ja, hier haben wir jetzt die alternative Implementierung, die eigentlich gar nicht so viel anders ist. Also ich stelle es mal so direkt gegenüber, dann kann man das ganz gut sehen. Unten haben wir von Thread geerbt und oben implementieren wir Runnable. Der Rest bleibt genau dasselbe. Wir haben diese Run-Methode, die das eben ausführt. Was noch einen Unterschied macht, ist beim Erstellen. Da haben wir vorher einfach unseren Thread erzeugt und gestartet. Und hier ist ein bisschen mehr, da, weil wir erst einen neuen Thread erzeugen müssen. Hier. Also das ist das große Thread, die Oberklasse Thread sozusagen. Und ja, hier kann man das sogar sehen. Wir haben hier ja, Thread und der erwartet ein Runnable Target. Also irgendwas, was runnable ist, will er als Parameter bekommen. Und ja, runnable, was ist runnable? Runnable ist unser Thread Run. Also erzeugen wir eben ein neues Objekt von Thread Run, übergeben dem nochmal unsere 1 und ja, haben dann unseren Thread. Wenn ich jetzt starte, dann funktioniert das genauso. Kennen wir ja schon. Ist nur etwas unhandlicher, wie ich finde, als das mit dem Erben. Aber manchmal lässt sich es eben nicht vermeiden, wenn man schon von was erben will. Da hat man eben Extends, hast du nicht gesehen, Implements, Runnable und ja, hat dann eben beide Sachen. Ja, so viel erstmal zu der Thread-Einführung an sich. Demnächst werden wir uns dann noch ein paar Schwierigkeiten angucken, die bei Threads entstehen können, aber so viel erstmal zu den Basics.